Die Popularität der chinesischen Kultur in Europa kann auf Marco Polos Das Buch von dem Wundern der Welt zurückgeführt werden. Das Land im Osten voller Gold und Gewürze weckte die Sehnsucht der Menschen. Später begannen europäische Sinologen, Bücher über China zu veröffentlichen. China Illustrata des deutschen Jesuiten Athanasius Kircher war bei europäischen Lesern besonders beliebt. Das Buch stellte das chinesische Sozialleben detailliert in Illustrationen vor. Ein weiterer bekannter deutscher Gelehrter, der sich besonders für China interessierte, war Gottfried Wilhelm Leibniz. Er wurde als China-Experte angesehen. Es ist erwähnenswert, dass er in seinem Buch Nomesina Sinata, das Neueste von China, schrieb: Chinesische und westliche Kulturen ergänzten sich einander und die Kombination beider könne eine perfekte Harmonie schaffen. Doch weder Kircher noch Leibniz waren in China. Woher also kannten sie China? Durch die Korrespondenz mit Jesuiten in China. Es heißt, Leibniz habe von 1689 bis 1714 mehr als 2000 Briefe mit Jesuiten in China auszutauschen. Die Jesuiten in China im 17. und 18. Jahrhundert wurden zu einer Brücke für den kulturellen Austausch zwischen China und Europa. Und sie brachten auch westliche Wissenschaft und Technik nach China. Der berühmteste unter ihnen war der Italiener Matteo Ricci. Obwohl Ricci ein Jesuit war, kannte er die konfuzianischen Klassiker. Er gewann damals die Anerkennung chinesischer Gelehrter mit seinem Buch über die Freundschaft. Ein Gelehrter namens Xu Guangqi wurde damals durch den Einfluss von Matteo Ricci zum Katholismus bekehrt und vertiefte sich in das Studium der westlichen Mathematik, Astronomie und Geographie sowie des Militärs. Matteo Ricci und Xu Guangqi übersetzten Euklids Elemente. Viele der in dieser Übersetzung genutzten mathematischen Wörter werden bis heute verwendet. Matteo Ricci galt auch als das erste Gelehrte der Menschheit, der mit der östlichen und der westlichen Kultur vertraut war. Matteo Ricci schrieb seine Erfahrungen in China auch in einem Tagebuch nieder, das später ins Lateinische übersetzt und in Europa weit verbreitet wurde. Es weckte bei dem jungen Deutschen Johann Adam Scharfenbell eine Sehnsucht nach China. Interessanterweise begann Schall seine legendäre Erfahrung in China aufgrund einer Empfehlung von Xu Guangqi. Er ist legendär, weil er zwei Dynastien in China erlebt hat, die Ming- und die Qing-Dynastie, und die Kaiser beider Dynastien in großer Bedeutung beimaßen. Johann Adam Scharfenbell war der verantwortliche kaiserliche Himmelsaufseher, ein Amt, das heute dem Direktor einer nationalen Sternenwarte entspricht. Er war ein offizieller Beamter der Qing-Dynastie und der höchstrangige Ausländer am Kaiserhof. In seinen über 40 Jahren in China popularisierte und förderte Johann Adam Scharfenbell westliche Wissenschaft und Technik sowie übersetzte viele westliche Technikklassiker. Er veranstaltete eine kleine Ausstellung zu Hause, zu der technikinteressierte Beamte der Ming-Dynastie eingeladen wurden, um sich die wissenschaftlichen Instrumente anzuschauen. Chinesische Beamte und europäische Jesuiten waren der Ursprung der Verknüpfung der chinesischen und der westlichen Kultur. Ihre Offenheit und Toleranz sind bis heute sehr wertvoll und bewegend. Auf der offiziellen Webseite des Museums der Verbotenen Stadt gibt es viele Aufsätze über Johann Adam Scharfenbell, die seinen guten Charakter und sein umfangreiches Wissen loben. Das zeigt seinen großen Einfluss auf den kulturellen Austausch zwischen China und dem Westen. Hoffentlich kann die Geschichte des freundschaftlichen Austausches zwischen China und Europa fortgesetzt werden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.